Friedhof. Oh, ich stampf im. Ich fress gerade noch eine Terrine. Oh, was gibt's denn Schönes? Mal Follow einfach. Ich kann Mozzarella. Nicht angreifen. Nudeln Mozzarella. Easy, easy. Schon seit circa 20 Jahren keine Terrine mehr gegessen. Hatte ich auch nicht. Beim vorletzten Einkauf war wieder eine mitgebracht. Kann man aber zwischendurch mal essen, dachte ich mir. Ja. Ja. Doch, ich glaube, wenn wir Desolace fertig haben, ist erstmal lange Strangle und so. Das sind coole Gebiete. Also ein Desolace gefällt mir überhaupt nicht, ey. Ah, hier können wir nicht durch. Okay, müssen wir etwas größeren Umweg hin. Er schießt erstmal dich an, obwohl ich als erstes durchreite. Kodo Friedhof. Kann man das gar nicht sagen. Bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es. Aber ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken. Olaf Scholz hat eben schon darauf hingewiesen, mit uns wird es kein. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich habe gerade. Ja, was hast du gerade? Ich habe gerade das Minister-Announcement, das Kabinett Scholz mir gerade angeguckt. Was hast du gesagt? Ich sagte, ich kann uns auf 12 parken. Oh, jetzt habe ich es wieder nicht verstanden, weil dein Hund sich geschüttelt hat und das ist lauter als du. Ja, meistens macht er das immer von meinem Mikrofon. Ja, das hört sich auch so an, Alter. Oh, das hört sich an, als wenn einer mir eine Klingel ins Ohr einpflanzt. Ich So, sagte, ich bitte. kann, der Paladin kann uns Sulfarak ziehen. Hä? Gregor Run. Dein jetziger Paladin. Ja, sicher. Wie soll das denn gehen? Soll ich dazu noch einen Heiler-Level oder was? Nee, gar nicht. Wie kriegst du das denn spielerisch hin, oder? Habe ich ja schon mit dem Match gemacht. Dein jetziger Parler, mit dem wir hier leveln. Ja, mit 40 geht das. Nicht genug gewohnt. Das ist man wohl hoch genug. Nicht genug gewohnt. Ich brauche ein Ziel. Ach, ich kann nicht mehr, ey. Dieses Getrickse, ey. Ja, ist ja, ich finde es sogar ganz gut, wenn wir die hier boosten. Ich habe einen Hunter ja für die komplette Immersion. Also, wenn du dir das zutraust, ja, ab wann? Ab wann? Ab 40? Ja, ich weiß es nicht. So, ich guck mir das gerne an. Hast du schon ausprobiert oder was? Nö, ich hab mir. Ja, also, das ist genauso wie beim Mage. Boah, Hund! Ja, der ist ein bisschen aufgeregt, weil er gerade einen Knochen gekriegt hat. Oh, nice. Das ist genauso wie bei Mage, es wird nur ein bisschen länger dauern, weil der Mage halt mehr Schaden macht, ne? Der Weihe geht das auch. Norman kann uns da nicht ziehen? Ja, klar. Ja. Nur kriegt man dann nicht so viel Erfahrung, ne? Ach, ja, klar. Also, der Paladin, der das gemacht hat, hat ich muss ihm gleich mal helfen, der hat seinen Knochen verhakt. Oh ja, du mach einfach. Ich kämpfe gerade. Der hat Rested, irgendwas mit 1100 noch was, Dings bekommen. Und so normal, irgendwas mit 800, irgendwas.
Lol. Rum auf. Oh ne, ich glaube, ich bin tot. Oh Gott. Wir spawnen manchmal so. Nice, danke. Manchmal kommen aus diesen Knochendingern diese Miste wieder raus. Soll ich helfen mit ihm kurz? Ja. Gott, dann gehst du, glaube ich, drauf. Ne, doch nicht. Alles gut. Keine Leistungskürzungen im Gesundheitswesen geben. Ganz im Gegenteil, wir werden das System wieder robuster machen. Wir sind stolz auf ein gutes Gesundheitssystem. Wir werden es benötigen. Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind. Vielen Dank für diese Zustimmung. Vielen Dank für das Vertrauen. Fehlen, ausweichen. Krieg dann noch ein Auto-Ad, what the fuck? Okay, wie viele hast du? 3. Oh Gott. So eine mistige Quest, wirklich. Ja, hat Norman noch mit dir gesprochen? Er wollte ja noch irgendeine Bedingung mit dir aushandeln. Ja, nichts mehr gesagt. Oh. Ich hab gesagt, du sollst das entscheiden. Wieso? Ja, er hat die 1000 Euro... 1000 Gold von Sven vergessen. Die wollte er noch in den Vertrag mit einbinden, dass sie nicht zählen. Dass sie nicht zählen? Ja, so habe ich es verstanden. Also, dass... Oder dass sie jetzt noch dazu kommen. Nee, dass wir die 4000 Gold nehmen und er... Ja, das, ja, wie gesagt, das sollst du entscheiden. Ich habe das nicht ganz verstanden. Heutzutage, also ab 40 oder sehe ich kritisch mit Gaming. Sind hier nur noch Verträge auf dem Tisch. Oh Gott, du stirbst. Ich versuche noch zu kommen, aber. Nee, brauche ich gar nicht, sehe ich. Ja. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Alter, diese Geier, Mann. Ist so klar? Ja, ja, alles gut. Die Geier sind ja richtige Aids. Diese Typen, die da rauskommen, ne, aus den Knochen, die sind so scheiße, Mann. Boah. Machen einen Damage. Okay, jetzt kommt auch noch ein Vogel. I think that was it, ey. Könnte es schaffen. Kann ich noch nicht tun. Hi. Ich sag, Kojo, der pariert einfach alles.
Vor allem macht er einen Damage, oder? Wie Hunde. So. Level 38, ne? Ja. Okay, ich brauche noch 3. So, Katrin fährt dieses Wochenende jetzt tatsächlich zu ihren Eltern. Kann ich noch nicht tun. 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 Nicht genug. Jo, Bushi, moin. Kleiner Fanboy, hä? Was ist los? Test mal bitte den Donate-Button. Ja, wie ein Knochen schön. Ich hab hier noch einen schönen Knochen. Oh, 2 Vögel, ich bin, denke ich, dead. Ich habe auch einen schönen Knochen. Nee, brauchst nicht, war nur ein Witz. Nicht genug. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Ich brauche ein Zorn. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Wut. Warte, da kommt wieder so ein Mistvieh raus, Alter. Da geradeaus ist noch ein. Hey. Kann ich noch nicht tun. Ich brauche mehr Wut. Das ist ein Riesenvieh. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Wut. Mehr Wut. Nicht genug Wut. Ich habe kein Ziel. Brauche mehr Wut. Wir können jetzt mal ein paar Level neue Sachen anziehen, ey. Das ist geil. 37, 38, 37, dann den zweiten Ring mit 37. 37 wird übel. Du kannst Verheerer anziehen. Hier ist der letzte Kodo-Knochen. Gut, wieder zu den Zentauren vom Anfang. Und da Zentaurenohren und 6 primitive Fleischhullen. Das Fleisch liegt an den Zelten. Auf Malt. Schön Zentauren klatschen, Junge. Brauchen nur jeder 15 Ohren, ey, geil. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Kann ich noch nicht tun. Komm ruhig ran. Komm mal lieber ruhig ran.
Ich habe noch keins. Oh, die wird jetzt zu sehr auf dem Ohr rum, ey. Das ist zu weit entfernt. Ja, zieh mal nicht aufs Ohr. Na, okay. Ja, komm, Junge. Mach ich dir auf den Dötz. Oha, wo geht's denn da hinten denn? Das ist nichts Wichtiges. Oh, aber übel, übel, übel. Ich weiß, dass wir da mal mit Ingo hingegangen sind. Boah, das war ewig leer dann. Ja. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. War es sogar auf der Karte verzeichnet. Wahrscheinlich irgendwelche wichtigen Häuser von den Kolka. Magram. Brauche mehr Wut. Und hier ist Ejection. Sackfleisch, wer weiß, wie lange der da schon liegt, ey. Das ist zu weit. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Nicht in der Wut. Kann ich noch nicht tun. Brauche mehr Wut. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Ah. Ganz gut. Bin direkt ja angezogen, ja. Ich habe nicht mehr geniedet, aber jetzt zieh ich es, glaube ich, doch an. Schmer aushalten ist nicht verkehrt, würde ich behaupten. Weil es eh platte Time. Yes. Ah, wobei, wahrscheinlich tragen wir bis 50 irgendwie die Klostersachen, ey. Yes. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Wut. Ich muss zuerst
Ich bin außer Reichweite. Ja, moin. Hallo. Hallo. Das ist zu weit entfernt. Mein Stream ist an. Nur zur Info. Stream ist an? Hallo, ja. Leute. Hallo. Da ist keiner. Aber nice try, moin. Hallo, meine Buben. WoW, rein. Oh, und ich leveln schön. Premium Content. Geil, der perfekte Account. Herr Rund, ich habe mich übrigens entschlossen zu warten. Danke für das Video. Ja, ich hab's erstmal wieder storniert, die Karte. Welches Video? Meine 2080 ist im Arsch. Ach so. Jetzt hatte ich mir eine 3080 Ti bestellt. 2300 Euro. Aber weiß ich nicht, ob es das so worth ist, aber ich habe es halt ja, im Affekt dann gemacht gehabt. Und dann habe ich mir aber nochmal ein bisschen Videos angeguckt und Ron hatte mir was geschickt. Und ja, ich war jetzt auf die 40er. Ich habe also meine 970 drin, ist jetzt nicht das Premium-Ding. Meine ganz alte 970 AMP Extreme von Zotac. Ja, WoW reicht, ne? Ja. Mit WoW langt das, aber... Ja. Guck mal im Stream. 240p jetzt, wa? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich kann in Full HD damit streamen. Das ist nicht das Problem. Rendern macht ja eh meine CPU. Nicht genug. Ah, wem habe ich keinen Bock für eine Karte, wenn ich das so höre mit der 40er und es gibt wohl eine Konkurrenz aus China. Oh, wollte Intel jetzt nicht auch CPU? Ja, das, genau, on top of that auch noch und deswegen ist... Wer macht denn aus China? Xiaomi, oder? Nee, glaube ich nicht, aber irgendwie, die sind nur für den chinesischen Markt bisher, aber die sind jetzt dabei, das auszuweiten, deren Produktion, dass die weltweit wohl irgendwie mitmischen. Und nö, das ist mir aber eigentlich auch egal. Hauptsache, die packen was auf den Markt, dass Nvidia günstiger wird. Mit Xiaomi wäre ja normalerweise so, wir haben jetzt auch eine Grafikkarte, ist so stark wie eine XY von GeForce, aber kostet die Hälfte. Ja. Das wäre so typisch Xiaomi. Ja. Die wollen jetzt noch ein Auto rausbringen. Gott. Das erste Mika Elektroauto natürlich. Mehr Wut. Ja, also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen, dass wir die guten Karten nicht mehr für 600 Euro kriegen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, weil die halt auch wesentlich mehr bieten, die neuen Karten technisch. Ja, aber mehr. Oh, die Leistung ist schon... ist halt krass, aber hält sie genauso lange, hält sie dementsprechend länger? Ja. Noch mal ein paar Jahre Ruhe ich haben. Glaube ja. Ich überlege, wann habe ich meine 2080 bekommen? 2000. Na gut, die sitzt im Arsch, das ist kein gutes Beispiel, aber. Ja, also gut, wir sind uns, glaube ich, einig, dass 2300 out of the sky ist. Für eine verkackte Grafikkarte. Das liegt halt an der Verknappung und USA hat ja jetzt schon irgendwas, wollen die gegen Scalper machen. Mit diesen Kackbots, dass das verboten wird. Ich frage mich wie, aber. Ich hatte nichts dagegen, meine Hardware auf Person zu kaufen. Ja. Einfach auf meinen Perso, ne? Genau, ja, zum Beispiel, ja. So, irgendwie sowas müssen sie sich halt überlegen. Dann würde ich sie wahrscheinlich im Laden kaufen. Kann ich noch nicht. Nicht genug gewohnt. Brauche mehr Wut. Ja, genau, nur im Laden oder ja, gut, Pandemie wieder. Ich würde dann im Laden kaufen, weil ich keinen Bock hätte, meinen Perso dann wahrscheinlich irgendwie bei Alternator hochzuladen. Ja. Aber das wäre schon eine gute Idee. Das wäre eigentlich bei allen Sachen so. Hast du ja letztens auch gesehen, als wir die Limited Edition da kaufen wollten von Elden Ring. Ja, stimmt, genau. Da musste man ja auch irgendwie
Beziehungsweise, ja, genau, die haben es vorbestellt und gleich wieder teurer bei eBay rein. Also, ja. So dumm. Ja, genau diese Scheiße müssen sie das, wenn sie das schon mal hinkriegen. Dann noch hier Antikrypto machen. Brauche mehr Wut. Ne? Es gibt's, ist ja bei der 3090, glaube ich, schon der Fall. Was sie das? Ja, wobei die köpfen die dann irgendwie und dann geht das trotzdem, ne? Also das ist halt auch. Ja, aber es ist halt erheblich schwieriger wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Nicht genug Wut. Ich brauche ein Ziel. Ich glaube, der Freak, der sich da so eine Wand hochzieht, der weiß auch, wie man das Ding. Natürlich. Deswegen, also ich bin ganz gespannt, aber ich warte dann jetzt lieber. Aber ich kaufe auch keine Grafikkarte, ich kaufe mir eh immer komplette Rechner. Also entweder als Einzelhardware, aber den nächsten werde ich auch fertig kaufen. Der nächste wird mein erster fertig konfigurierter Rechner seit ever. Ja, hast seit meinem Pentium damals, den mein Vater gekauft hat. Hast du dir fest vorgenommen, oder was? Ja. Ja, es lohnt nicht mehr, ne? Ist günstiger mittlerweile. Ja, es lohnt nicht mehr, ja. Ja. Das Ding soll stehen und laufen, ne? Ich habe auch mittlerweile, weil da ist ja bei zum Beispiel bei Argando, ist ja mittlerweile auch so 24 Monate Repair Service mit drin oder so ein Blödsinn, ne? Ja gut. Früher habe ich gesagt, ja, aber ich gebe ja meinen Rechner nicht in fremde Hände. Ja. Weil da liegt ja alles drauf. Und ja, genau. Das ist ja aber so, ich müsste eigentlich nur, ich habe alles im Google Drive. Arbeitstechnisch habe ich alles auch auf dem Arbeits-PC, beziehungsweise auch in irgendwelchen Drives. Ich müsste eigentlich nur meinen Browser deinstallieren, wo das Crypto-Wallet drauf ist oder eins von anderen und den Browser platt machen. Ja. Am Ende. Weil mehr liegt hier nicht mehr. Auf dem Desktop liegt nichts. Spiele liegen im Steam-Ordner. Was soll mir hier geklaut werden? Ne? Ich habe keine Bilder mehr oder so lokal. Außer auf HDDs, ne? Ja, gut. Und die sind schneller rausgebaut, als du gucken kannst. Und die lokale Pornosammlung besitze ich auch nicht mehr. Von daher, irgendwelche gecrackten Sachen, weiß ich, illegalen Sachen besitzt man auch nicht mehr. Also, ich glaube, dass selbst wenn du den dann einschickst, das juckt da, glaube ich, nicht mal jemanden, ne? Nee. Ne, das kommt dann auch noch dazu. Ja, das ist halt das Einzige, ja gut. Mal Hand aufs Herz, wann geht mal was kaputt? Das ist, glaube ich, sehr selten. Vielleicht kann man dann ja auch, wenn die das mit einem herausfinden, dann sagen, ja, hier, wir schicken dir eine Grafikkarte oder so, ne? Du tauschst sie selber aus, du bist affin damit. Ja. Ja, das ist schon ein Vorteil. Ich sehe das auch als Vorteil, ja. Und? Ja, und der Vorteil ist halt der Stresstest, ne? Ja. Die machen 2 Tage Stresstests. Ich habe hier mir diesen Rechner zusammengestellt. Kam ich hier mit an im Keller. Dann hatte ich das zusammengeschraubt. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass ich ein Micro-ATX-Board gekauft habe für einen Big Tower. Richtiger Lolli. Jetzt habe ich hier so ein Gehäuse neben mir. Das ist schön leer. Ja. Da kann ich noch einen Pokal reinstellen. Ne? Und, ja, sowas halt, ne? Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, egal. Ja gut, dann wurde das natürlich mit dem Micro-ATX-Board fummelig, ne? Ich hatte einen Quiet-Lüfter und so. Mhm. Dann musste ich den Lüfter wieder abbauen, weil der RAM dann nicht passte und so weiter. Und da habe ich hin und her getüdelt. Und dann war RAM nicht kompatibel zum Board. Boah, zum BIOS. Ja, du bist doof. Musste BIOS updaten und dann war ich hier irgendwann um 2 Uhr nachts fertig. Und das brauche ich auch nicht mehr. Nee, lass die das lieber. Ja, ich bin da inzwischen auch bei dir, glaube ich. Komplett-PCs sind ja auch mittlerweile... Es ist ja nicht mehr so, dass du da die Gobel-Grafikkarten und Gobel-RAM reingebaut kriegst, weißt du, diesen No-Name-Speicher. Kannst du ja aussuchen, ne? Kannst du ja alles aussuchen. Ja. Auch nicht. Ah, das ist schon geil, ne? Und Aldi macht das teilweise immer noch so, oder, ne? Oder bei ihren Medion-Dingern gelegentlich. Aber sonst kannst du ja wirklich sagen, ich will eine Gainward XY oder so eine Grafikkarte. Das ist ja alles modular. Ja, mein Problem mit diesem Komplettsystem momentan ist einfach die Tatsache, dass ich einen 5900X habe, CPU. Mhm. Und guten RAM und ich habe ja alles, gutes Board und... Deswegen, also ich brauche eigentlich wirklich nur die Grafikkarte.
Aber du kannst nichts mehr bezahlen, es ist einfach. Guckst du, holst dir. Also, ich habe jetzt sogar noch eine Herstellerabwicklung über Amazon gemacht. Ich hoffe, das geht einigermaßen schnell. Auf die Sotek-Karten hast du ja 7 Jahre Garantie oder so. Ja. Ja, ursprünglich gekauft hatte ich ja eine 1080. Das war meine Ursprungskarte. Die ist kaputt gegangen. Dann hat Amazon da vor 2 oder 3 Jahren haben die mir gesagt, ja, nee, die können wir dir nicht mehr austauschen, weil die 1080 haben wir nicht mehr. Wir können dir eine 2080 für Aufpreis, ich weiß nicht mehr, was es genau war, irgendwas roundabout 50 Euro, musst du uns überweisen, dann schicken wir dir eine 2080 von Sotek. Boah, wir haben natürlich instant gemacht. Ja, nice. Und, ja, jetzt ist die 2080 kaputt. Jetzt hoffe ich, vielleicht sagen sie ja irgendwie 3070. Die ist aufgetreten, dass die kaputt gegangen ist. Die jetzt, meinst du? Ja. Ich habe Schraubenschlüssel reingesteckt. Einen Schraubenschlüssel reingesteckt. Ja. Nein. Reingehauen. Ich habe ja viel gemacht jetzt. Ich habe, also ich hatte, erst fing es an mit Grafikbugs, also so diese Kristalle überall, die so flackern. Ne, ja. Im Terrain oder die Mobs so, dass die Grafiken so querspringen und so. Da habe ich halt einen Benchmark gemacht mit Temperaturtest und so, alles in Ordnung, aber im Benchmark derselbe Fehler. Und habe ich geguckt, so ein bisschen die Kühler, ob da irgendwo was abgerissen ist oder sowas, kann ja auch durchaus mal passieren. Nee, nix. Hab mir das Ding halt angeguckt, ausgebaut, meine 79 rein, alles gut, auch nochmal gebenchmarkt, nichts aufgetreten, gute Temperaturen, keine Grafikbugs mehr. Und ja. Was willst du da sonst noch mehr machen, ne? Kannst du mal wenn da Garantie noch drauf ist, will ich da nicht an den Kühlern rumdoktoren. Und da gucken, ob die Passe stimmt oder so. Ja, die hat wahrscheinlich einen Schuss weg. Ja, ich komme rund. Ich komme. Ich brauche nur noch 6 Ohren, BTW. Ich brauche noch 3. Ja. Blutet da vorne? Ja, ja, sicher. Wo denn? Ach, da vorne. Ja, ich komm. Ach, mal sehen. Da hab ich Glück und die ersetzen mir die oder sowas. Oder 30. Ja. 30, 60 würde ich auch nehmen. Also auch einen Huni für haben, als Aufpreis. Na, ich weiß nicht, ob das schon fast ein Downgrade wäre. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Müsste ich mir denn angucken. Mal gucken, was sie schreiben. Erstmal. Leider nicht mehr, aber wir haben hier eine GeForce 2 MX für sie. Oh ja, die haben wir noch gefunden. Bisschen Staub drauf, aber. Ich habe ganz. Ein Aufpreis. Ich wundere mich aber ein bisschen, dass ich die Herstellerabwicklung bei Sotek nicht machen muss. Macht Amazon für mich. Ich weiß nicht, ob Sotek das noch macht, aber sonst immer wieder Sotek. Ja, ist richtig. Asus macht aber auch sowas ähnliches inzwischen. Ach so, okay. Aber nicht so, nicht mit 7 Jahren. Ne? Also, da sind wir uns klar. 7 Jahre ist nämlich richtig krass. Ja, das ist wirklich krass. Ich glaube, das war meine leider verpasst. Nicht genug gewohnt. Zu dumm war oder zu faul. Zu faul. Ja, ist doch eigentlich total easy. Nimmst du mal Rechnung die scheiß Seriennummer und hackst die da rein. Ja, ich bin einfach zu bequem. Ich hab's nicht gemacht. Ich hab das nicht gehabt. Ja. Kann ich noch nicht tun. Was ich auf jeden Fall niemals gedacht hätte, ist, dass ich auf diese Rainbow, diese RGB-Scheiße so stehe. Mann, ich liebe das, Junge. Ich weiß nicht warum, ey. Homo! Findest du? Nee. Also ich hab ja immer. Ich brauch das nicht. Nee. Aber gleich Homo für mich am Eskalieren. Oh Gott. Da gibt's ja die krankesten Sachen. Selbst die Grafikkarten kannst du so. Oh, ich mach raus. Oh, Potten! Aber ich konnte ja nicht angreifen irgendwie. Hä?
ist denn das? Musst du dich retten. Ja, vor allem, ich hab's weggeklickt und erstmal einen Pott genommen. Erstmal klicken, das ist wichtig. Ey, ich kann nicht angreifen. Das ist DPS-Verlust. Es gibt sogar also RGB M2, ne? Die leuchten dann gegen diese Blenden, also diese Kühldinger. Und dann beleuchten die dein ganzes Board. Weil das reflektiert, also bitte. Richtig freaky, freaky. Dann hast du halt mal irgendwie so mittwochs ist dann halt Blue Day, dann machst du das Ding komplett blau auf Shiny. Ja, Blue, ne? Ja, Blue, aber. Blue, Bambi. Ja. Und dann finde ich auch mal rosa schön. Ja. Homo! Was soll das? Bin ich fertig? Nee, ich brauche immer noch 4. Fucking Sammelquest zu 2, da kriegt man. Ich Schmerzen von, ey. Boah, ich geh so drauf. Ja, halt dich mal selber. Ich hab keinen Port. Okay, nice. Boah, so ein dicke Heals teilweise dabei. Das ist Flashlight. Prangöl. Flashlight, ne? Da denk ich immer an andere Sachen, ey. Ich weiß nicht warum. Ui! Ja, nee, ist nicht da. Schön Flashlight. Katrin fährt am Wochenende zu ihren Eltern. Endlich. Wollte sie schon letztes Wochenende, aber dieses macht sie es wirklich. Oh, da ruhig mit Kinderarm, dies, das, Cola saufen. Oh, ich merke das schon richtig. Die ganzen Tage gab es jetzt Fressen, schon so Weihnachtliches. Hier ist alles voll mit Weihnachtsmännern. Ich habe schon richtig Pickel im Gesicht. Das war ja ich komplett. Ich liebe das. Ich krieg immer sofort Pickel, ey. Ich muss Schokolade konsumieren, dann esse ich noch mehr. Ja, das ist das ja. Ich hab das immer, wenn ich abends so viel esse, dann hab ich morgens richtig Hunger. Wie kann das sein? So Schokolade, Nudeln, oh, es ist so schlimm. Auch Kuchen, Plätzchen. Kannst du ja immer abnehmen. Im Dezember alles kaputt. Ja, so ist es. Vor allen Dingen, ich habe jetzt auch nicht abgenommen. Ich habe die letzten vier Tage, habe ich jeden Tag 10 Kilometer gerudert. Oh, okay. 40 Minuten. Trotzdem kein Gramm abgenommen. So viel gefressen. Ne? 2 Stück nach unten, bevor du wegtiltest. Ich tilte nie. Ja. Nicht beim Questen. Nee? Nee. Ist dir alles egal, oder was? Ich finde das entspannend. Oh, ich weiß nicht, ey. Ist schon ordentlich. Also solche Quests sind ein ordentlicher Tilter. Warum immer gleich 15? Ich mag stumpfe Sachen. Ja, okay. Das ist so weit entfernt. Ich muss gleich great. Nur mit etwas Glück ist hier das Eulchen drin. Eulchen! Kennt ihr noch diese geile Doku von dem Penny aus der Reeperbahn? Da gibt's jetzt eine Fortsetzung von, ne? Die ist jetzt released worden. Jetzt so aktuell, wie das da aussieht. Bin fertig. Echt? Ja, Penny, oder? Ja, hier mit dem Sparische Torero-Tänzerin. Bin dreimal um die Welt gereist. Aber der ist nicht mehr da, der ist leider gestorben. Oh. Haben die erzählt. Captain Susie. Gibt's eine Fortsetzung, ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen, YouTube. Irgendwie bei Spiegel oder so. Sind die eine noch da? Gab es da nicht auch so eine Behinderte, die immer so ein bisschen als Clown angemalt war? Oder war es eine andere Doku? Im Rollstuhl? Ich glaube, das war eine andere Doku. Okay.
ist auch echt nur scheiße. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh Mann, ich komme wieder in die Hölle, wenn ich lache. Nein, die eine da. Im Rollstuhl. Ich weiß nicht. Ja, was? Die da immer den Kassierer auch da angemacht hat. Also angemacht im Sinne von... Ach doch, die meinst du. Das war doch ein Mann gewesen. Jo. Das ist aus der Doku, doch. Ja, das ist aus der Doku, ja. Das ist aus der Doku, ja. Ja. Ja, ja, du hast recht. Die meinst du, oder den. Was du noch lange arbeiten. Die sah komplett, also die sah echt komplett verballert aus, aber richtig eklig. Oh Gott. Doch geil, du arbeitest in so einem Laden als Kassierer und es hängen einfach den ganzen Tag irgendwelche Leute ab. Irgendwelche komplett verballert. Ja, dann bin ich durch. Ich kann das nicht. Ich will einfach durchdrehen. Okay, Runden. Zentaurenkopfgeld bitte abgeben. Oh, mir tut mein Bauch so weh. Oh, Bauch weh. Der Bauch weh. Durch, Falli. Ich hab ein bisschen durch, Falli. Ich weiß nicht. Ich hab das Gefühl, du nimmst mich nicht so ganz ernst. Wie kommst du nur darauf? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Die ganzen hier. Das ist die ganze Kinderregel, oder? Ich hab die noch nicht auf. Kannst du da so diszipliniert sein? Alter, wenn die Tüte auf ist. Ich würde die einfach schmelzen und trinken. Boah, das ist echt eine gute Idee. Oh Gott. Warum läuft der so? Wir müssen hier rechts ruhen. Bitte. Ja? Hier zu dem Zelt wieder. Der will, dass ich erst zur Straße laufe. Warum? Weil er hat Angst, dass wir hier sterben, hier zwischen. Hält mich für komplett blöd, der Guide. Wir sind aber Neos, ey. Ja, sind wir. Wir sind Querdenker. Neos, die Kekse, die Oreo-Fakes, oder? Boah. Ja, genau. Querdenker. Caretaker. Oh! Ich muss den ganzen Tag furzen. Wenn ich dann einen Tag habe, der Stress ist irgendwie, wenn ich abends müde bin, dann eine Stunde einschlafe, aufwache, habe ich den gleichen Hunger, als hätte ich den ganzen Tag nichts gegessen. Ich bin gerade aufgewacht, vorher hatte ich zwei Schnitzel, mit Baguette, zwei Stück Kuchen. Dann schlafe ich eine Stunde auf dem Sofa ein und denke, das ist resettet. Oh Gott, wie kann das sein, ne? Ja. Despawn. Aber es gehört dazu. So, mein lieber Ron. Ich möchte dich bitten, Ruhestein zu drücken. Du darfst deinen Clan-Namen nicht sagen. Ja, ist richtig. Du musst ihn rückwärts aussprechen. Nesradil. Nee, Ron hat da nichts dagegen. Slater hat nichts dagegen. Stefan Slater. Slater. Zitat: Mir ist das alles scheißegal. Was hat denn Sven? Hey, das kann ich keinen Klarnamen sagen. Spaulding? Ja. Ja, ich habe ihm angeboten, ihn zu muten. Ne, dass ich ihn halt mute. Wenn ich das anhabe. Dann sagt er, nee, mute ganz Discord. Dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich finde das nicht authentisch. Und dann habe ich gesagt, dass wenn er da ist, gehen diejenigen, die spielen wollen, in meinen Streaming-Kanal. Und der ist offen für alle jetzt aber. Was ist denn nun? Nee, nichts, schon gut. Okay. Ich hab grade hier was Witziges in meinem Auge. Was Witziges im Auge drin, ne? Ja. Habe ich schon wieder was Falsches gesagt? Nee. Okay.
Also mir ist auch alles egal. Ja, ich, wie gesagt, ich... Aber klar, man kann die Namen ja verändern. Wie ich früher beim Fußballmanager, wenn man keine Lizenzen hatte, keine originalen. Dann hieß ja Steffen Schapusati. Ja, wir können ja gerne ernsthaft darüber reden, wenn da mal irgendwann wirklich Lothar 10... Lothar Matthäus. 10 Viewer stehen. Hier abgeben, Runden. Ach, Slater. Das kriegst du auch nicht raus. Wir sind fertig mit diesem Guide, mein Lieber. Ja, der ist fertig. Warte. Nach das Swallow müssen wir jetzt. Das heißt, wir laufen eben zurück, fix. Ja, die Folge übrigens nicht, warte. Wie ich was Falsches sage? Ja, nicht annehmen. Nach nichts annehmen? Nee, da sollten wir gerade nichts annehmen. Da war auch nichts. Ja. Ach, Tito, moin. Schieß, ja, das ist hier, Tito, hi. Achso, und on top of that habe ich Spalding, wenn ich Stream anhabe, habe ich ihn immer auf 0%. Und sonst mache ich ihn wieder laut. Glaub so. Bitte nach Chemtor Rajo, mein Lieber. Ich glaube, so sind alle Menschen gleichmäßig zufrieden. Ja, man muss Konsequenzen finden. Ja. Kompromisse. Ja, gut, Spalding musste das nicht. Er hat einfach gesagt, mach das halt einfach komplett aus. Das haben andere auch schon gekriegt. Ja, gut. Nee. Aber ich glaube, so ist gut. So sind alle. Ich glaube, so ist er auch zufrieden. Er hat zwar nichts mehr. Sind wir drin, es ist gerade mega witzig. Und dann kommt der Raid von Monte und dann. Ja, deswegen will ich das ja einfach nur laufen lassen, weil genau darauf hat. Ja. Dann sind wir alle drin und dann haben wir ausgesorgt. Ja, das will doch keiner vermissen. Das wird doch keiner vermissen. No. Einer. Geldkoffer. Ja. Hallo? Nein, oh, Norman. Nein. Ach, ja, Mann, ich hab's ja zum 17. Mal. Das ist Bormann Bandschuch. Bormann Bandschuch, moin. Norman Bandschuch. Nein, das ist nicht Tito, mein Lieber, die habe ich storniert. Mein Lieber. Das Prätor. Ich warte auf die Herstellerabwicklung. Die hatte sowieso noch zwei Wochen, also die haben gesagt, die kommt später. Die hätte sowieso noch 2 Wochen Lieferzeit gehabt und jetzt habe ich mich entschieden, erstmal zu warten. Aus dem Channel verwiesen werden. Mit dickem Schloss. Wieso? Ich habe doch gar nicht angefangen. So, ich streame jetzt noch auf meiner 79. Ich mache das bis dahin einfach so weiter. Die Kiste läuft, oder? Wie läuft Daisy bei euch? Das war echt keine Absicht. Das war echt keine. Oh Mann. Ich habe meinen Mob. Das ist nicht so. Ja, hast du ihn jetzt echt verschoben? Du hast solche Kokonnes, Alter. Du hast solche Eier. Solche Eier. Boah, das würde ich mich nicht trauen. Boah, nee, ich hab's echt nicht mit Absicht gemacht. Das ist nicht so einfach. Ich wünschte, ich könnte mein Mikrofon irgendwie so beibringen, wenn ich euren Namen sage, dass der das automatisch mutet. Ich will mal das Thema wechseln. Was ist denn los, Roden? Aber ich sag verschiedene. Ohne. Oh. Das ist so sauer. Ja, war auch wirklich keine Absicht. Ich wollte jetzt auch nicht trollen oder so. Ich bin einfach. Ich zocke hier und dann bin ich einfach nicht mehr. Wechsel mir das Thema. Oh Gott, das ist mir. Oh. Jeder ist verschieden sensibel. Ja, ja. Datenschutzbeauftragter. Jeder ist wirklich sehr sensibel geworden.
Nur mir. Mir ist immer noch alles scheißegal wegen Brust. Nee, nachher machst du hier wieder deine NPD-Propaganda und dann hänge ich damit drin. Ja, voll wieder. Lass uns was anderes reden. Wie ja. Schwer war es bitte früher, einen Treeborg zu bauen? Also. Das ist so ein guter Themenwechsel, ey. Ja, ich in dem Spiel hier will Kingdom Come. Ist so denn schwer? Das ist ja ein Meisterwerk gewesen. Ja, alles war früher ein Meisterwerk. Hä? Da gab es eine Maschine. Wahnsinn. Also das finde ich, hätte ich nicht gedacht. Bei Age of Empires ging das immer so zack, zack. Ja. Und dann jetzt hier, das dauert ewig, bis man nur einen Schuss abgibt. Und da ist auch ein ganz bisschen Stein drin. Oh. Also einen Schuss würde ich sagen hier, wenn das hier, also Kingdom Come Deliverance ist ja relativ originalgetreu, würde ich sagen, alle 5 Minuten. Ja, das dauert ja ewig. Ja. Ne? Herr Predo, wie geht's dir heute? Erstmal anstrengend, ne? Ja, gut, ne? Brother. Ja. Brother. Gerade wieder zusätzlich für Englischen. Predator. Gerade eben noch 222 Gold verdient. Ui! Du wolltest noch mit Slater darüber reden. wegen dem Vertrag möchten. Ach so. Ja, ja. Ach so. Slater, bist du da? Slater. Slater, wie Baber. Habt ihr einen neuen Vertrag, oder? Es gibt schon wieder einen neuen Vertrag, ja. Ja. Was ist der neue Vertrag? Bis zum Start von WOTLK, dem nächsten Add-on, am Tag des Releases, wenn ich da auf meinem aktuellen Konto aktuellen Goldstand keine 12.000k habe, kriegen Cybot und Slater. Du darfst mich ruhig Thorsten nennen. Weißt du insgesamt, was? Insgesamt die Hälfte meines aktuellen Goldbestandes aufgeteilt. Was? Hast du dir selber als Aufgabe gesetzt? Ja. Was hat dir los nochmal? Was bist du für so ein Challenger geworden? Oh, er ist Fredo. Nee, er ist motiviert. Er ist ein glücklicher Mensch. Ich kann das nicht, mach das aus jetzt. Nee. Ich kenne euch 30 Jahre, ey. Ja, ist doch scheiße. Stört das. Aber es stört doch hier keinen. Ja, aber bei Slater passe ich jetzt trotzdem auf. Ja, aber ihn stört das genauso. Er will nur nicht, dass wir immer darüber reden. Ja, ich höre jetzt auf. Also, Norman, ja. Warum bist du so competitive geworden auf einmal? Normalerweise sagst du, kein Bock drauf, interessiert mich alles nicht. Ich habe mir selbst ein Ziel gesetzt. Nicht schlecht. In dem Bereich zumindest. Das ist das erste Mal in WoW, Norman, dass ich merke, dass du mal ein bisschen Ambition noch mal hast. Ja, beim Leveln habe ich auch keine Ambition. Das ja, aber beim Gold machen meine ich jetzt. Ist gut. Ne? So gut. Für meine Verhältnisse. Level muss man auch keine Motivation haben. Da muss man nur stumpf genug sein, einfach. Wie lief GDKP? Ja, 222. Plus. Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber auch ein Item bekommen? Oder gehst du jetzt da nur noch mit für Gold? Weil du den Vertrag erfüllen willst. Ja. Hm. So. Hier sollen wir annehmen verdächtige Hufabdrücke. Leutnant Pavel Reith. Dann seid ihr düster am Arsch. Yes. Wir haben Desolace hinter uns gelassen. I cannot more, ey. I am broken. I am broken. Ey. Ja, ich mach das gern. Ich mach das irgendwie sehr gern. Das ist bei mir ein Problem. Wieso sagt er denn jetzt nichts mehr?
Wer? oh Mann. Was? Da kann ich mitmachen bei deiner Charade, aber du stellst so geschickte Fragen. Ja. Sich da immer mit reingerade, egal. Absolut geschickt. Hier einmal abgeben und hier auch annehmen. Alle drei. Aber annehmen nur der schwarze Schild. Sag mal, hilft uns hier mal jemand? Gibt da sicherlich auch eine KI, die das mit den Namen jetzt fertig macht, oder nicht? Ich hab nichts gefunden. Da kommt immer so ein, wenn einer so ein bestimmtes Wort sagt. Miep! Ich glaube auf. Nee, lass es. Lass es. Nee. Lass es jetzt. Ich will das. Runden denken immer, ich. Hey. Was soll denn das? Das meine ich jetzt ernst. Es stört ihn doch überhaupt nicht. Das stört ihn doch gar nicht. Stört ihn, dass wir darüber reden. Ah. Oh, jetzt ist hier was losgetreten, ey. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Man, es guckt keiner. Es guckt einfach keiner, Mann. Weitere 60 Gold. GZ. Ja, bleibt wachsam. Ah, dann. Das ist mir zu dumm. Sitzt nichts, Thorsten. Nächste neue Soundkarte holen. Und dann einstellen. Ja, ist nervig, ja, aber du willst ja auch Harmonie und Frieden haben und jeder will Harmonie und Frieden haben und alle sagen es... Ja, aber es kann nicht immer nur sein, dass ich nachgebe. Es reicht jetzt mal. Ja. Die anderen können sich ja auch mal anpassen. Ich glaube nicht, dass ihn das stört. Er hat doch gesagt, es ist ihm scheißegal. Aber dieses ständige darüber Quatschen nervt ihn halt. Das ist doch das Einzige, dass das immer wieder ein Thema ist. Ha, du weißt jetzt, wie es ist. Nö, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nichts. Ah, ja. Hey. Hey, wo bist du? Ja, ich weiß nicht, was los ist hier. Ich folge dir. Soll ich jetzt hier die alle da annehmen? Bei dem? Oder nur das Schild? Was sagtest du? Sag Thorsten nichts mehr. Nee, Thorsten darf ich sagen. Thorsten nichts mehr. Na toll, Ron. Oh, jetzt hab ich richtig gesagt. Thorsten, jetzt habt ihr ihn nie so. Deswegen. Lauf schon wieder um. Lauf schon wieder um. Das ist anstrengend. Ich weiß nicht, ja, warum. Mich darf man immer trollen, aber ich darf nie trollen. Ne? Ja, das ist, hast du ja auch selbst eingebrockt. Kraft ja. Wahrscheinlich. Ratchet fliege ich. Ja, welche Quests muss ich wissen? Ich habe jetzt... Oder alle? Ich habe nur die Schildquest angenommen, glaube ich. Warte, ich kann eben kurz gucken. Achso, die kann ich auch direkt wieder abgeben. Dann die Folge wahrscheinlich. Ja, das kann ich leider nicht mehr genau sagen. Was hast du denn in Düstermarsch? Oder siehst du das nicht im Questlog? Gar nichts mehr. Das war nur die Schilder und den Flugpunkt anscheinend holen und später gehen wir da wieder hin. Okay, ja, das. Vermutlich. Okay, wo fliegst du jetzt hin? Nach Ratchet, um da Goblin-Sponsoring abzugeben. Okay.
Alte Saufziege. So. Hallo, ihr da! Auf der Durchreise? Schönen Tag auch. Zeit ist Geld. Teilebestellung. Warum kann ich die jetzt nicht abgeben? Was liegt an? Ach, kann ich. Okay. Oh, perfekt. Das ist okay, so. Nicht genug Wut.
So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Auf nach Booty Bay mit diesem Dreckschiff, ey, Booty Bay. Jetzt weißt du, ich kann jetzt so sagen, ich werde da 5000 Mal gegankt. Und zwar locker. So, da die Folge annehmen, die hier nicht. Ach, hier kann man nicht reiten. Das ist ja super, ey. So kann man hier nicht reiten, verdammte Scheiße, echt. Was ist das für ein Schmutz? Hier ins Gasthaus, singende blaue Splitter annehmen. Aber nur die Ruhestein hier setzen. Nee, Quest nicht. Ist gute Stimmung, ey. Untersuchung des Lagers. Ohren. Feindliche Übernahme. Goblin-Sponsoring abgeben. Booty Bay Flugpunkt holen. Und nach Gromgol fliegen. Hast du alles angenommen oder was? Ja, du hast du wahrscheinlich gemacht, oder? Nee, aber so gut wie. Ja, wir können ja gleich kurz vergleichen. Also ich bin da rumgezappelt, wo du annehmen solltest. Du kannst ja sonst scheren, ne? Das müsste ich eigentlich das meiste scheren können, ja. Ich hoffe, wir gucken mal gleich mal. Questlog ist aber auch voll geil. Das versteht bestimmt nicht so. Ich habe 18 von 25. Ich habe 25. Der Solace können wir abbrechen, ja. Oh, warte, ja, es wird jetzt ein bisschen unübersichtlich. Wir können ja gleich eben nebeneinander stehen und dann mal eben kurz gucken, wie das ist mit den Quests, welche du hast und ich nicht hab und ich nicht hab, die du hast. Cool wie ich bin, habe ich natürlich den Flugpunkt nicht in Gromgol. Oh, hä? Ja. Oh, fuck, wo hast du denn Ruhe zu Stein? Der Solace. Boah, ist wahrscheinlich. Nee, das wird länger dauern. Reitest du hoch oder was? Ja. Mach ich einen kurzen Break. Ja. Geh ich im Kacken, weil ich mal so trinke. Mach mal deinen Stream, dein Questlog auf, dann kann ich abgleichen. Ja klar, warte. Ich nehme hier müssen wir gerade auch noch welche annehmen, ne? Drei jetzt sogar. Hier noch vier Quests jetzt. Oh, du musst ordentlich aufräumen. Aber ich mach das gerne an, warte. Ich nehme erst alle an. Boah, ich habe hier 6 Quests noch angenommen. Jetzt ist mein Questlog auch fast voll. Also, von oben nach unten. Ich habe in Desolace Jagd im Schlingendorntal.
Ja. Ich habe da drunter. Hast du alle abgebrochen? Da habe ich nämlich noch 5 Quests. Ach so. Hä? Dann mache ich die jetzt alle ab. Abgebrochen habe ich da eigentlich gar nichts. Ich habe einfach, ja, ich habe wahrscheinlich nicht alles angenommen, so wie du wahrscheinlich, oder? Das wird es wahrscheinlich sein. Das kann sein. So, ja. Dann habe ich jetzt schon mal 21 von 25. Okay. Dann habe ich sogar noch einen Hügel irgendwie. Okay. Die hast du aber nicht, ne? Dann kann ich die auch mal abbrechen. Oder hast du die Hügel-Quest? Das ist die Varimatras nach Undercity. Okay. Dann Orgrimmar Allianzbeziehungen und der Schwarm wächst, habe ich immer noch. Habe ich Allianzbeziehungen. Diesmal schon so also nichts, das breche ich ab. Dann habe ich Schlingdontar jetzt hier die ganzen. Ganz TB viele. Hab ich noch eine? Nee, TB habe ich gar keine mehr. 1000 Nadeln habe ich 5 grüne oder so und 2 gelbe. Auftragsmordplan, Grimm, Totem-Spionage, Windreiter, Himmet Nesingberry Jr. Weil das ist eine Schlinge. Da habe ich noch 3 Quests fertig. Ja, Himmet Nesingberry hast du wahrscheinlich fertig. Teile für Kravel. Ja, und Martek, der Verwandte. Okay, denn die habe ich nicht, Martek, der Verwandte. Die habe ich nicht. Und dann habe ich noch im Vorgebirge des Hügellands die Helkulas Rache. Ja, die habe ich auch noch. Okay. Dann müsste es ungefähr passen. Ich share dann gleich mit dir hier, wenn du hier bist. Okay. Dann geh mal groß. Ja, mach ich jetzt. Wirklich ist. Also mir juckt der Arsch. Da. Ja, bleib wieder da.
So. Dann geht's weiter, Baby Girl. Geht weiter, Baby Girl. Yes. Ich hab meinen Arsch. Hast du kurz abgeglichen bei mir? Yes. Ich habe echt viele hier angenommen. Okay. Kann sein, dass du jetzt noch welche hast, die ich nicht habe. Muss ich vielleicht mal mitteilen. Ja. Ich bin hier gerade einem hinterhergerannt, der gekürscht hat. Okay, Warte, die hast du noch nicht. Die hast du nicht. Schwarm wächst, Orime. Die habe ich schon fertig. Die hast du nicht. Sonst hast du alle. Perfekt. Let's go. So, ich denke nicht nach. Ich renne nur dem Pfeil hinterher. Ich weiß sonst einfach nicht mehr weiter. Ach du Scheiße. Wir sollen zu den Basilisken und da 10 Stück sammeln. Machen wir das. Ich muss näher ran. Ist natürlich Kirschners Paradise hier, ne? Gut, dass du es noch gemacht hast, ja. Sag mal. Jawohl! Okay. Aber das sind die nicht hier, diese. Das sind nur die am Gebirge anscheinend. Ja, die da oben. Ey. Hast du gerade Lufterfrischer sprühen auf dem Klo, ey? Und stirbt Katrin irgendwann. Ey, ja. Ich bin außer. Ja, Katrin, wirklich. Junge. Katrin hat da ein Gesetz oder was? Nee, ich! Ich habe halt Schiss, dass Katrin da drauf geht und denkt, Junge. Frauen machen sowas auch nicht. Nee, Frauen kacken nicht. Oh ja, direkt einer drin gewesen. Oh. Ui. Kann ich noch nicht tun. Brauche mehr Wut. Kann ich noch nicht tun. Kannst du hier einen looten? Natürlich. Oh, gut. Nicht. 15 Sekunden. Kann ich noch nicht tun. Ich kann das nicht plündern. Okay. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Bist du durch, Ifali?
Nee, gar nicht. Absoluten Lehmstuhl, ey. Wird perfekt. Aber der stinkt nach Gülle. Boah. Ohne Witz. Ach du Scheiße. Oh, bei mir hält das aber nur 3 Sekunden oder so. Was ich gegessen habe, dass das so schlimm ist, ey. Nudelauflaufer, das macht doch nicht so lehmig. Übel. Ist wahrscheinlich Corona. Ja. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Da hat man meistens so ein Briketches. Ja. Wen gibst du erstmal einen Lion? Auch ein bisschen Nervennahrung. Bist du gestresst? Mhm. Von der Toilette? Ein Lehmstuhl. Leveln. Und so weiter. Oh! Er hat mir Kings gebufft. Mhm. Das schreibe ich doch mal, danke. Ich habe ihn auch gebufft. Ja, aber dass er so mitdenkt und so und guckt, und mir nicht SCB gibt. Das ist ein guter. Hä? Dir auch? Hier? Blutskalpel, oder? Ich hab hier 4 Quests bei denen. Können wir machen. In der Zwischenzeit, wir müssen ja nicht. So was musst du denn einwerfen? Ich. Ich hätte da oben jetzt auf Respawn gewartet. Ja. Zeiger, ne? Ja. Ja, ich kann den auch einstellen, dass er mir mehrere. Ich glaube, das geht sogar. Die Voll nimmt wird erstmal Actionplay, würde ich sagen, in der Mitte. Wenn du willst. Mit Gegenschlag. Mhm, okay. Muss mich aber auch noch voll machen. Mhm. Aber es sind Caster mit Totems, oder nicht? Oder wie ist das hier in dem Anon? Ein paar bei. So hässliche Axtwerfer, ne? Ich würde durchreiten, die hinter den Wall ziehen und da dann. Ich warte auf dich, ja. Das klingt sogar von der Toilette hierher, Alter, was? Tritt durch die Wand, oder was? Oh nee, aber das sind sogar noch Türen dazwischen, Alter. Komplett der Ätzschiss. Oder ich hab, dass das in meine Klamotten gezogen ist, ist wirklich. Aber auch irgendwie befreiend. Alles klar. 5, 4, 3, 2, 1. Gott, das geht schief. Scheiß auf, das sind alles Melees. Wow. Hot genommen. Also, Gegenschlag und weitreichende Stöße scheint das nochmal zu multiplizieren. Kann das irgendwie sein? Das wusste ich noch gar nicht. Also was da jetzt gerade passiert, ist komplett krank. Schön, danke. Mods, bitte mein Highlight. Bushi, mach mal bitte ein Highlight, bitte. Lernst du auch mal, wie das geht? Komplett dumm, ey. Was ist denn das für ein Damage? Wie hast du mich vor allem am Leben gehalten? Mit Heilung. Ach so. Hand of Laying, oder was? Einfach durchge... Mal heiliges Licht, fertig. Okay. Und einen... Ich hätte schon fast wieder Flashlight gesagt. Da denke ich immer an diese... Der Taschenmuschi. Ja, das ist... Ja.
Du hast bei dem nur eine Quest, ne? Kann das sein? Bei wem? Bei den Schmetterschwänzen hier. Lass mich eben kurz gucken. Ich habe da nur eine gesehen bei dir. Ich mache hier nämlich gerade zwei gleichzeitig. Oh, dann gib mir die auch noch, die andere, wenn das geht. Oder geht das nicht? Ich weiß ja nicht, welche das ist. Eine, wo wahrscheinlich keine 1 bei mir dabei ist, oder? Die hast du. Achso, dann, nee, dann, du hast beide, dann sieht man das nur bei dir nicht. Okay. Okay. Ich will doch nur spielen. Was wir denn machen? Die ein Eier kaputt reden oder irgendwie? Ja, die einfach nur töten. Achso, na gut. Brauche mehr Wut. Von einmal 10 und einmal 15. Okay. Vorsicht, Heal-Effekt. Mein Ray-Shield läuft noch. Kann ich noch nicht tun. Du musst zuerst etwas anvisieren. Nice. Ich kann geheilt, ne? Nee, ich krieg dich. Leder. Kann ich noch nicht. Bam. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Das ist natürlich jetzt ein geiles Questgebiet, ne? Wenn man mal so überlegt, wie viele Quests wir hier jetzt gerade haben. Hm. Junge. Brauche mehr Wut. Komplett geil. Kein Mana? Ja, alles gut. So schöne Sachen zum Verkaufen. Hier Raptor-Eier. Okay, waren hier noch irgendwo noch mehr hier oben, ne? Ich wundere gerade, warum du kein Level-Up hast. Weil ich jetzt gleich Level-Up hab. Ich hab in 3% Level-Up. Okay, ja dann. Kann sein, dass ich wieder nicht im Rested-Haus stand oder so. Das ist so weit. Weil ich verballert bin. Wieder halbe Nacht gegrindet, ne? Komm. Nee. ich hab keinen Bock zu. Vor mir Level up wirst, ne? Wenn ich richtig wütend, ey. Nicht genug gewohnt. Wahrscheinlich jetzt mit dem, warte. Ja, mit dem Mob hier. Oh, nice, geht's halt. Jo, super, ciao. Was soll das? Keine Absprache. Ich lösche den Schal. Ja, wir müssen von vorne, wir sind auseinander. Ich lösche den Schal. Verpiss dich, Junge, das ist mein Zeug. Ah, ja, wink du mal. Ich hab ihn gebufft und er winkt jetzt so. Achso, ja, was ist denn? Herr Müller. Kartlos, Herr Müller. Brauchen wir den noch? Nee. Nee. Okay. Dann gehen wir wieder zu den so Sprengsplitters. Gehen wir auf dem Weg nochmal durch das Volk durch, ey. Hast du dann einen Gegenschlag? Nee, 25, sind nur noch 25 Minuten. Ist ja komplett dumm. Dann nutzen wir das jetzt auf CD bei denen. Ja. Ja, den hier außen machen. Kein Typen. Nicht genug. Ich brauche ein Ziel. Nee, Roxy. Das ist alles kraftraubend. Junge! Kann ich noch nicht tun. Was war denn Ditte? Wieso leuchten deine Hände?
Ich habe Leuchtfinger. Ah, Rache. Super. War jetzt keiner drin bei mir? Ah, du hast einen, das ist gut. Brauche mehr Wut. Fucking Rare Mobs, Alter. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Fünf Stück jetzt? Kann ich noch nicht tun. Wie sieht's am Wochenende bei dir aus mit Zocken? Schön. Wochenende arbeiten, aber danach habe ich wieder frei. Also du meinst tagsüber arbeiten und dann abends zocken, oder? Das weiß ich noch nicht, muss gucken, wie weit ich komme. Ich habe Montag Abgabe. Oh, ach so. Ja gut, okay, ist ja kein Thema. Dann ist Druck. Dann ist Druck und danach ist Schlendrian wieder angesagt. Okay, das ist auch gut. Bin ja eh noch home. Schön Home-Unterricht, ey. Oh Gott, ey. Das kannst du komplett in die Tonne treten, ey. Macht man überhaupt was? Ja, wir haben reduzierte Stundenzahl, weil die haben ja mehrere, ja, du musst dir vorstellen, mehrere verschiedene Klassen, in Anführungsstrichen, also Jahrgänge. Und da haben die gar nicht genug Lehrer für. Das heißt, du hast eigentlich mehr Pause als Unterricht. Also Unterbrechung als Unterricht. Und selbst wenn der Unterricht ist, ist das ja... Also, siehst du halt den Dozenten und der Gister irgendwas vor sich her, hat eigentlich auch gar keinen Bock auf die Online-Scheiße. Das ist ja, glaube ich, als Dozent halt noch schwerer, weil du siehst ja, kriegst ja kein Feedback, ob die das jetzt ergrafft haben. Ja, man entmutet sich kurz und sagt, ja, ich alles klar, verstanden, aber es ist halt... Nebenbei halt irgendwie, ne, wie am Questen oder was. Ist ja auch so verlockend, das zu machen, ne. Machst du halt auf einem Monitor, machst du dann schön hier Teams, wo der Typ rumrennt halt und dir das erklärt und auf dem anderen WoW, ja. Schon sehr verlockend. Also nein, lernst nicht viel. Also es ist sehr eingeschränkt. Nur mein Problem ist, ich habe im April Zwischenprüfung. Eigentlich muss ich mal so langsam wirklich ein bisschen was raffen. Ich glaube, das kriegst du wohl hin. Ah, das krieg ich auch hin, aber ja, weiß nicht. Wir sind auch völlig im Lehrplan und so, aber Corona schießt schon quer, ey. Ich habe bei meiner Erwachsenenbildung, die ich gemacht habe, nur vormittags gearbeitet. Ach so. Also, es war ja bis 15 Uhr? Ich glaube, es war bis 15 Uhr Unterricht, ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe immer nur bis mittags immer halt auch konsequent durchgeeiert, habe ja mein Scheiß gemacht und den Rest des Tages habe ich dann einfach Solitär gespielt, was ich okay. Kann ich noch nicht tun. Ja, es ist schon nicht genug gewohnt. Im Internet rumgegammelt. Dadurch, dass das ganztags ist, kann man dann ja auch mal, ne, also vor den Prüfungen und so richtig mal durchziehen. So machen die das ja auch, so mit Prüfungsvorbereitungsscheiße und so. Also wo du dann gezielt die Prüfung der letzten Jahre, ne, lernst. Mhm. Und ja, und also. Ja. Prüfungsvorbereitung in der Schule habe ich zum Beispiel auch nicht mitgemacht. Mhm. Weil, also wurde mir angeboten, ich kann kommen, aber das gehört ja nicht mehr zu meinem Lehrplan. Ich habe mir einfach die allen Prüfungen geholt. Dann habe ich hier am Tag irgendwie so ein, zwei Prüfungen gemacht. Die gebüffelt oder was? Ja, und die habe ich dann halt. Das ist zu weit. Ja, also die Prüfung der letzten 20 Jahre habe ich gemacht. Ja, bei uns genauso. Wir haben die auf den Stick bekommen. Ja. Wo ich die auch alle habe. Für Fachinformatiker. Nice. Ja, das hat eigentlich gereicht. Dann habe ich mir noch im Internet Karteikarten bestellt. Damit habe ich dann auch noch gelernt, so zwischendurch vor der Glotze. Jo, das hat Katrin auch immer gemacht. So Fragen und hinten die Antwort, ne?
Genau. Ja, easy. Ja, ja. Also so schlau war ich früher nicht, sowas zu machen. Also ich wusste, dass man das machen kann und so. Kannte die Technik. Ich habe es aber nie gemacht, weil ich zu faul war. Aber ja. Ich habe gemerkt, dass das eigentlich ganz gut ist. Okay. Gut mitgelernt. Na gut. Ja, Stoff sitzt eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, da ist auch nicht so viel. Das Schöne am Fachinformatiker ist, es ist 60% andersrum, 60% technisch und 40% kaufmännisch. Dadurch, dass ich halt schon eine Kaufmannsausbildung habe, spielt mir das natürlich auch nochmal in die Karten. Falls du eine Idee hast, dass wir irgendwas verbinden können, sag Bescheid. Oh. Rot ist tot oder was? Du gehst schon mal nicht in, Wiss, mein Freund. Was sagst du denn dazu, ey? Ja, das mach mal. Mach mal Dings an, ey. Der arme Kerl. Er geht erstmal Dings. Er hatte eine faire Chance, aber er war jetzt nicht komplett low, ne? Also. Ich hab. Ich muss näher. Ja, hier können wir keine Quest machen, wir können aber die Blutskalpe nochmal machen. Ja, okay. Ich komm. Um improvisieren, da sehe ich dich dann. Dafür bin ich zu faul. Kann ich dir nochmal ein Symbol geben? Oder kannst du dir selber eins geben, was du willst? Sehe ich dich ein bisschen besser. Rosa, schön. Oh ja, die haben auch die Ohren und die Halsketten. Halsketten 25. Ah, wir haben ja noch einige Quests bei denen. Ja. Leveln dauert echt so ewig in Classic, ne? Boah, ey, wie hab ich das damals so ausgehalten, ne? Ohne mich immer gleich zu ritzen. Weil, wie viel Plate haben wir jetzt? Hab ich jetzt? Ein Tag. Ah, es geht eigentlich, ne? Es ist jetzt eigentlich. Es kommt so lang vor. Ja. Aber ein Tag, 18 Stunden, das ist jetzt eigentlich nicht viel, so. Meinst du, der würde uns nochmal richtig hops nehmen, der Rogue? Ja. Ja. Meinst du echt? Ja. Also er hat auf mich jetzt den Eindruck gemacht, dass er da gar keine Ahnung. Also wenn ich auf solche Leute wie uns gestoßen bin mit dem Rogue, dann bin ich immer hinterhergeschlichen, hab gewartet, bis einer low war. Das war mir dann egal, wie lange das da gedauert hat. Okay. Aber der liegt da. Ja, der loggt um, oder? Vielleicht hat er noch einen Account, ja. Wir können ja wieder bei den Basilisken gucken. Jo, ich komm. Achso, ne, ich bin hier. Ja, hier sind ein paar. Vielleicht war das ja auch ein Bot. Haha, ich habe was Gutes getan. Es wirkte schon ein bisschen komisch, oder? Welche Rogue macht gegen Worry-Dings? Oh, Healer-Gear. Woo! Ich bin außer Reichweite. Nicht genug gewohnt. Brauche mehr Wut. Ach komm. Behindert, oder? Hab alle?
Ich auch. Nice! Weg hier. Hauer der Blutskalbe will er jetzt. Er will, dass wir Trolle bumsen. Ich muss näher ran. Er hat den 100er Mount? Nee, das sah gerade so aus. Ohr, blutige Knochen und Hauer, ja. Kann ich noch nicht tun. Lol. Ich habe kein Ziel. Wollen wir da trotzdem rein mit Weitreichende da unten? Oder meinst du, es geht nicht? Doch. Ja, ich weiß, 5, 4, 3, 2, go. Treffen mich irgendwie nicht. Ach, die entwaffnen auch. Das ist natürlich kontraproduktiv. Haut dich einer? Nee, ne? Doch, die Axtwerfer beide. Ah, okay. Natürlich nicht so gut. Entwaffnen. Oh. Der Mana wert? Halt mir. Alles gut, sollten wir hinkriegen. Ich habe ein bisschen meine Rotas verkackt. Hätte ein paar Mal mehr weitreichende schon wieder benutzen können, aber ich drücke lieber Spalten. Idiot. Ja, richtiger Idiot. Das sagt man laut, du. Ich kann übrigens Dings lernen, Wirbelwind. Das ist ein Style mehr. Müsste ich eigentlich schnellstmöglichst mal machen. Wobei, ja, es ist jetzt 10 Uhr. Heute lohnt nicht mehr. Mach ich für morgen dann ready. Nicht genug gewohnt. So, gibt's hier noch woanders? In Fülle? Ja, da hinten, ne? Zum Jägerlager hin. Ja, zeigt er mir auch an, da hinten. Na, ja. Na, hier, ne? Okay. Ruin von Takeshi. Scheiß Seiten bewahre ich auch mal auf direkt. Ach, diese Hunde. Was wollen die denn hier, Mann? Verpisst euch. Ey. Guck dir die mal an. Was für Versager, guck dir die mal an. Guck dir die mal an. Ja, hier, hat's das. Guck dir die mal an. Das ist voll die falsche Rote, ey. Dann nehme ich lieber Gott, komm, ey.
Angeblich sind hier auch welche. Die sind tot? Die sind alle tot. Wo sind noch welche? Da oben im Hauptlager? Ja, oben im Hauptlager noch. Droppen die das denn auch? Yes. Nice. Ist natürlich gut. Natürlich förderlich. Oh ja. Das ist gut. Ich bin außer Reichweite. Mich noch nicht tot. Brauche mehr Wut. Ja, hau doch ab. Oh, die geben auch einen Huni EP, ne? Schon krass. Das ist in der nächsten 10 alte Schlingdorn-Tiger. Okay, die hätten wir da hinten jetzt auch noch machen können. Egal, machen wir dann gleich. Wollen wir hier die Grütze dann fertig machen, oder? Ja. Ja, ne? Ist easy, ne? Können wir hier noch was verbinden? Irgendwie eine Schrifttafel oder so gibt's da hier, glaube ich. Ist auch eine Frage, wie lange du heute überhaupt machen willst. Auch noch eine Frage, ne? Halbe Stunde noch. Halbe Stunde? Ist perfekt für mich. Du noch eine halbe Stunde eideln und dann. Nicht genug gewohnt. Easy. Schön pennen, ey. Woo, Baby. Ich bin immer rooted, immer. Viermal, ne? Hm. Okay. Nimm mir jetzt Pott. Mann, der macht ja viel. Du. Der ist schon mal weg. Ich würde den einen irgendwie LOSen. Ich glaube so, oder? Das ist eine Gülle. Ne, ja, das war ich schon. Ja, gib mir doch einfach direkt einen in die Mole, Alter. Junge. Ich esse mich hoch. Ich habe noch ein bisschen Brie-Käse aus Sturmwind. Sind auch schön auf dem Dötz. Das kann ich glaube, diese Wand, oder? Ja. Der eine, der kann durchschießen. Ey. Der Wallhack.
Was ist denn mit die? Ah, Gott. Jetzt eine Flashlight, Alter. Flashlight? Schöne Flashlight. Ja, ich hab Bock. Wo steckst du die hin? Ja, in die Tasche. Oi. Oi. Vor allem Oi. Der K. Also wirklich. Spiel, gib mir so Pammel oder wie die Scheiße heißt. Ehrlich. Gibt's bestimmt schon. Kann sein. Oh, nö. Ich glaube, das war's. Demo Shout hat einfach mal 10.000 Range. Mal gucken. Aber in 3 Minuten habe ich. Regenschlag. Ah, kriegen wir hin. Die sind gleich tot. Einmal critten jetzt, komm! Ja. Ja. Jetzt werde ich ihn von dir wegziehen. Nice. Es gibt erstmal ein Stück Brie-Käse. Ganz schön saftig, die Jungs hier. Die sind voll im Saft. Ja. 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 Ich denke, sagt ihr sogar, welche Talente du nutzen sollst? Kann ich aktivieren, ja. Sturmfabel. Wann ich wann, wo skillen soll, ja. Nicht genug gewohnt. Ich bin ein Noobie. Naja, fauler Hund bin ich. Okay, die Ohren habe ich fertig. Ich brauche noch ein Ohr. Wie viele Halsketten brauchst du noch? 1000. Ja, moin. Ist halt so. Ich muss näher. Ja, 17. Okay, ich brauche noch 14. Wenn wir sagen, wir machen die noch fertig heute? Ich glaube, das könnte sich ungefähr ausgehen. Okay. Wobei die Tiger danach. Ja, es kommt auch an. Also wenn wir jetzt echt Pech haben und bis morgen früh um 5 hier sitzen. Dann hätte ich ein Problem. Nicht genug. Mit den Ohren bin ich fertig. Nice. Ja, die habe ich auch schon alle fertig. Auch will ich nur noch Ketten. Und die sollen wir auch schon sammeln, sagt er hier bei mir. So. Okay, ich habe Gegenschlag ready. Scheiße, das ist ein Rangler, ne? Zieh die um die Ecke. Ach ne. Ich reite durch. Go. Ach ne, aber diese Wand hier vor mir ist doch eine Wand. Was ist diese Wand? Ist eine Wand. 5, 4, 3, 2, 1, go.
Oh Gott, ich komme hier zurück. Und go. Mal noch einen Dings-Shout hier. Das ist richtig geil. Nice Heals. Ich bin PvP-Gott. Das waren alles Spieler. Das waren alles Spieler. Alles Allianz-Spieler? Alles Allianz-Spieler. Die scheiß Allianz, guck mal. Solche Noobs. Okay, leider wieder 35 Minuten, keinen Spaß. Oh Gott, da war ja noch einer. Oh, die kommen alle. Kannst du hinter die Wall ziehen? Hinter die Wall. Ja. Okay, das reicht schon. Ja, direkt rooted wieder. Oh, sorry. Ich bin gescheitert. Alles gut. Gott, ja, wir kriegen Hilfe! Arena-Team. Was will denn der Hunter da hinten? Deiner Horn, ich mach dich kaputt, Junge. Guck mal, die Tür. Oh. Na, was ist denn hier los? Verpiss dich, Junge. Oh nein. Oh nein. Oh, Scheiße, komm natürlich der 70er angepisst. Scheiße. Versteck dich! Run, bitte versteck dich! So ein Lackarsch. Scheiße. Ah, ich hätte ihn fast gemacht, den 70er. Ja, ich hab's gesehen. Da fehlte nicht viel. Oh, Mann. Bin ich einmal wieder... Er spuckt auch noch auf den Boden. Ich werde euch alle zerstören. Wirklich. Versteck dich irgendwo hinter der Wall. Hast du gesehen, wo der hingeritten ist? Ich glaube, der hilft. Ja, die... Also, der kam durch den Eingang. Und... Mehr habe ich aber nicht gesehen. Ach, scheiße, Mann. Ich will auch nur in Ruhe die Louis wegklatschen. Scheiße. Nein. Die suchen uns. Ich hau dem Rogue richtig an der Fresse. Die suchen uns. Was sind das für Lollis? Woher wissen die es? Ich weiß es nicht. Ja doch, wahrscheinlich hier Dings spüren, aufspüren. Ja. Du hast Schlangenbiss drauf. Ja, die kriegen mich nicht. Scheiße. Ja, ich komm, ich versuch freizugeben und dann... Ah, die haben mich komplett reingebaitet. Wäre der nicht gekommen, hätten wir die easy weggesnackt. Ich komme wieder zu dir. Okay. Okay, der Magier hat freigegeben hier. Ich guck mal, ob er wieder direkt gesnackt wird. Also unser Magier. Der gute Alter. Der Rogue ist hier bei mir. Der war so direkt vorm Eingang. Ja gut, soll ich wiederbeleben und rausreiten? Dass wir, Rausreitest du mir in die Arme. Achso, in dem... Der ist direkt vorm Eingang. Okay, dann gehe ich, ja, ich verpiss mich ja anders, scheiß drauf. Ja, ich hau jetzt ab. Dann können wir auch hier erstmal abbrechen, oder? Ja, okay, alles klar, machen wir so. Perfekt auch, ja. Dieser scheiß Wichser. Kann ich eben zum, dann fliege ich mit dem Zeppelin back und dann mache ich Talente noch eben und dann ist gut. Easy. So, die verwichsten Alis. Ich hau den Rieger auf den Pöter. Ich hau den auf den Pöter rum.
Die Allies sind so schwach immer. Oh nein. Bist du im Kampf? Ja, gegen zwei Tiger. Achso. Ah, dann hole ich mir Wirbelwind. Wie sieht's denn morgen aus bei dir? Wieder normal oder was? Ja. Okay, perfekt. Sagen wir so 19, 20 Uhr. Easy life. Wir müssen morgen mit Doge auch nicht zum Tierarzt mal, außer der Reihe. Ja, ganz schön. Oh, krank oder normale Sachen? Durch die Falli tatsächlich. Und das jetzt schon ein paar Tage. Und dann sind wir heute mal eben hingefahren. Hm. Habt ihr sie weiter gefüttert? Ganz normal in Anführungsstrichen. Keine Leckerlis. Jetzt gibt's Kartoffeln und Reis. Oh. Und so ein bisschen Tabletten gegen durch die Falli. Ein Tag Fasten hilft auch manchmal. Ja. Ja, der hat immer dieses Magengluckern, ne? Wenn abends im Bett liegen, dann hörst du immer so. Normalerweise hat sie das, ich sag mal so, im Jahr vielleicht zweimal und dann ist nach dem Abend halt auch wieder Schluss, dass man das hört, dieses Gluckern. Aber jetzt hat sie es irgendwie schon das ganze Wochenende gehabt und dann. Lieber einmal mehr gecheckt und gut ist. Ja. Haben sie hier schön das Thermometer ins Arschloch wieder gesteckt, dann schreit die rum. Danach ablenken. Das können die nicht ab, ey. Ich liebe das ja, ne? Wenn dir was ins Arschloch steckt, ne? Ja, wenn man mir das Thermometer direkt querbeet durchs Arschloch steckt, ich weiß nicht, ich stehe da drauf. Was meinst du mit deiner Grafikkarte ist am Arsch, ne? Ja! Boah, richtig. Aber wenn nur wenn die an ist. Die doch alles so wie so Mixer-mäßig alles durcheinander wirbelt. Schön warm ist hier noch, ne? Ja. Wie so ein Mixer alles querbeet mischen. Und ein Omikron-Rätsel. Forscher machen wichtige Entdeckungen. Zahlen steigen sprunghaft. Oh nein. Was ist denn die Entdeckung? Ja, ist wieder hinter Bild plus Paywall. Ach. Ich hab kein Geld. Bild ist eh für Querdenker und... Ja. Hansels. Warst du nicht vor allzu langer Zeit der mit dem Bild plus Abo? Oh, vor Jahren. Ja. Ja, genau, du wolltest das mal kurz mit mir geshared. Ups! Ganz, ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Auf Zeit steht davon aber wieder auch nichts. Ach, die Bild ist wirklich so ein Baitblatt. So ein dicker Drecksladen. Ja, ist es. Kann das Gebäude mal in die Luft jagen? Muss die ERF, wenn man sie braucht. Frankreich schließt Clubs für 4 Wochen. Clubs oder was? Bei Frankreich. Ja, schließt Clubs für 4 Wochen. Komplette Reno, ey, keine Feiern. Okay. Es ist falsch, Franzose zu sein. Yes. Bestes Zitat. Ja. Hast du deinen Ausweis? Achso, echt? Daher kommt das? Ich bring das immer mit Programm in Verbindung. Da war das der Tag Number One, wenn irgendwie wieder da Terror war oder irgendwie so eine Scheiße. Das gehört zu seinen 10 Geboten, dass in Wirklichkeit nur 9 sind. Achso. Lass mich raten, du hast alle Folgen geguckt? Ja. Boah, das ist nicht dein Ernst. Respekt. Das ist doch Kulturgut. Lohnt sich? Ja, hab ich noch nicht gemacht. Ja, glaube ich dir. So, Leute, dann mach ich Stream mal aus. Ich mach jetzt nur noch Aha-Scheiße. Gibt's heutzutage nicht mehr. Nur noch ein bisschen Aha-Scheiße.
Und bin aber morgen wieder da für ein munteres Weiterleveln. Wer so Bock hat, Follow da lassen. Ich bin raus. Tschüss, ja, gute Nacht, Leute. Tschüss.